Haben wir Seelen bekommen? Ding bekommen? Hallo? Geil, Digga. Bisschen Ding. Bisschen seine Angriffsmuster erkennen. Dann geht das. Geht der Lachs. So. Wir verlosen einmal 100 Euro Level Up. Keyword ist Baumgeist. Großes B zusammengeschrieben. Baumgeist, rein in die Olga. Geiler Scheiß, Mann. So, hier geht's wieder raus, oder? Geiler Dungeon. Geiler Dungeon, es macht so Bock. Am Ende des Dungeons gibt's immer einen, ja, einen Boss. Und belohnt. Geil, Digga, geiles System. Geiles Game. Hat sich wirklich gelohnt, da unten reinzusteppen. Schade, dass wir einmal die Seelen verloren haben, aber mein Gott, kein Weltuntergang. Guck mal. Flaschen. Hoppala. Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen mit goldener Saat. Flasche verstärken. Keine heilige Träne. Passt. Oh, Alter, wie viel Runen haben wir denn bekommen? Chat, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass wir reich sind. Wir sind reich, Digga. 15k auf Tasche, Digga. Finanzamt hat noch nicht schnapp gemacht. Reich. Wir sind reich. Glaube auf 10. Ich bin reich. Zauber. Weg den Schmutz. Feuer rein. Bam. Einfach Blutungsschaden, Chat, ist es. Meine Waffe, mega schwach, aber wenn der Blutungsschaden kickt, habt ihr gesehen, Digga. Blutungsschaden ist Liebe. So war ich hier sitze. Hm. 4 Damage. Ist jetzt nicht irgendwie geil. Ist nicht, Digga. Kondition, Ausdauer, lächelt mich jetzt auch nicht so an. Komm, einfach Leben auf 4 höher, Digga. Kuss, Kuss. Viel Spaß mit dem Gutschein. Geile Scheiße. Ach, Chat, scheiß drauf, Digga. So. Wo wollen wir hin? Da waren wir vorhin, oder? Im Dungeon zweiter Weg? Meinst du den nach oben? Nee. Ich glaube, beim Boss ist dann immer vorbei. Also mehr gibt's da unten nicht. Ich glaube, da oben gibt's nichts, Chat. Das ist nur, damit dieses Ding da hochrollen kann. Immer noch nicht eine Trophäe. Doch, eine Trophäe haben wir schon. Ja, neue Asche. Wir schauen, Chat. Wir schauen. Ey, das macht so Bock, Chat. Das macht so Bock. Es ist so schön. Ich meine, es ist so schön. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich. Okay, passt leider wieder nichts in unser Schwert, oder? Ja. Aber wir lesen uns mal durch. Ach, ne, ah, das ist eine neue Beschwörung. Aber haben wir nicht auch eine neue Ding bekommen? Eine neue Asche? Nee, gell? Okay, okay. Habe ich jetzt verwechselt. Kriegsasche und... Ah, das heißt beides Asche. Die eine Asche ist für die Fähigkeiten in den Waffen und die andere Waffe... die andere ist zum Beschwören. Okay, okay. Geschnallt.
Ja, probieren wir mal aus, den Lachs. So, weiter geht's. Warum ist der so durchgestrichen? So eine Mana-Kosten. Ach, ihr habt recht. Na klar, Chat, ihr habt recht. 100 kostet der. 100. Wie viel haben wir? Status. Sag mal her. 71. Okay. Wir müssen Mana erhöhen, Chat. Mana erhöhen. Das nächste Mal. Da muss er ja übelst stark sein, oder? Wenn er 100 Mana kostet? Heilige Makrele. So, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Bruder, ich weiß... sind wir hier überhaupt richtig, Digga? Gefühlt am Arsch der Welt. Aber ja, das Licht zeigt immer noch da gerade hin. Oh, hallo. Jungs, wie geht's? Oh, der tankige Boss. Boah, die sehen ja geil aus. Hey, hey, hey. Damage. Au. Damage ist jetzt so okay. Werden das gerade immer mehr? Ich schätze, der beschwört die, oder? Oder der tut der die wiederbeleben? Der kannst ja übelst farmen dann, wenn die immer wieder spawnen, oder? Ja. Okay, die geben aber Akademie-Schrift, weil ich glaube, die geben auch dann keine Seelen mehr. Vielleicht brauchen wir irgendeine bestimmte durchtränkte Waffe, damit die tot bleiben. Gab es ja auch in Dark Souls 3, glaube ich. Da musste man die mit so Streitkolben töten, die Skelette. Dadurch wurden die dann quasi zerschlagen und konnten dann sich nicht wieder zusammenbauen. Vielleicht ist das hier ähnlich. Sieht nicht nach einem Weg aus, oder? Doch. Nee. Oder? Das sieht aus, als ob es gehen würde. Aber es geht nicht. Ah ja, klar, mit dem Pferd. Ach, du Hund. Sah doch gut aus. Sah doch gut aus. Stimmt, das kann ja ein Doppelsprung. So eine ehrenlose Scheiße, Digga. Ich fühle mich gerade so gemobbt.
Moin, hast du meine Zeichnung auf Insta schon gesehen? Hab dich drauf markiert. Bitte, wie wunderschönes Game. Muss ich mir anschauen. Digi, danke für die 5 für den 5er. Ach, die Seelen. Ich bin so sauer gleich. Scheiß drauf. Klaus soll nicht gehen, Chat. Bin mir aber nicht sicher. Der springende Bus. Was haben wir da gerade eigentlich bekommen? Für eine Schriftrolle. Ah, gebt dies einem studierenden Zauberer, um neue Zaubereien zu lernen. Heilige Träne! Erhöht die Wirksamkeit von Heiligflaschen! Let's go! Verstärkt auf Asche auf plus 1. What the fuck? Digga, was finden wir hier für geile Scheiße? Wir reden mal mit dem Bre. You're tarnished, aren't you? And believe it or not, I studied Blinstone for a small donation. Geil! I'd be happy to share. Wir sind broke! You're tarnished. Bruder, wir sind broke? Was für 10 Runen, Digga? Sehe ich aus, als wäre ich irgendwie rich oder was? Bruder, absolut abgeklappert bin ich hier. Ist auf die Knochen. Wir brauchen 10 Seelen. Ach so, wir haben ja... Chat, wir haben doch hier die Dinger. Guck mal. Und... Reich. You're Tarnen, believe it or not, for a... You're a true... My name is... Presuming you're interested... Only none of them are particular. Zauberei studieren. Feuert magische Schimmersteingeschosse ab. Weisheit 10 braucht man dafür. Feuert einen horizontalen magischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Klingt gut. Erschaffe ein Sternlicht, das die Umgebung beleuchtet. Haben wir überhaupt schon einen Zauberstab? Nee, haben wir nicht. Für Anrufungen haben wir was. Setz dir eine Markierung. Ja, den finden wir ja wieder, oder? Guck mal, hier ist er. In der Kirche von Irit. Ihr seid doch Five Hefts, das könnt ihr euch doch merken. So, gehen wir mal zur Werkbank. Grab eines Randvolkshelden. Waren wir da schon drin, Chat? Hier? Nicht, oder? Oder? Seid ihr euch sicher? Hier geradeaus. Markieren. Da war der Baumgeist. Ach so, ja. Meint ihr? Ach so, okay. Das ist quasi hier unten Friedhof. Ne? Und dann sind wir ja da unten rein. Zack, zack, zack. Okay, okay. Ja, okay. Ich glaube, ihr habt recht. Mann, hier bin ich doch falsch, ich Autist. Habe ich auch nicht. Bruder.
Wir haben einen Schmiedstein. Nee. Meinung bis jetzt zum Game. Absolut ein Traum, Bruder. Wo glaubt ihr, können wir... Voll der abgemagerte Esel. Wo glaubt ihr, können wir die Asche verstärken? Wahrscheinlich beim Schmied? Meisterwerk, das kann man erst sagen, wenn man viel gezockt hat. Also es macht auf jeden Fall unglaublich Laune. Es ist anspruchsvoll. Es gibt geile neue Mechaniken. Es macht einfach insane Bock. So. Flaschen verstärken. Ja. Yep. Perfekt. War 5 Minuten weg, habe ich was verpasst? Ja, hab Endboss gelegt. Hab mich in die Area reingeglitscht. CH, liebe deine YouTube-Serien mit Demon Souls. Hoffe, der kommt auch Dark Souls 3. Kuss, bin großer Fan. Danke für die Doni, Digi. Freut mich zu hören. Wir werden alle Souls-Likes nochmal nach und nach durchspielen. Und ja, das wird dann auch hochgeladen. Oh, hier ist noch ein Händler, den haben wir vorhin gar nicht gesehen, oder? What do you need? Viele Souls-Games werden wir noch spielen, aber auch sowas wie Ghost of Tsushima spielen wir nochmal durch. Bioshock 1 und 2. The Last of Us. Nochmal vielleicht Cyberpunk auf der PS5. Vielleicht auch sogar nochmal Neo 1 und 2. Und du wirst die Wisdom of the two fingers. What's the wisdom of the two? As a true member, I have high hopes. I'm sick and tired of them. These numbie-bum. Warum hat er gerade die Geste gemacht? Verstehe nicht. Also bei den Händlern hier können wir noch zwei von diesen Steinen kaufen. Steinschlüsseln. Wie geil einfach. Wir haben einfach uns einen für 4000 gekauft und dann da unten einfach einen geilen Dungeon gemacht. Mega Hammer. Kriegsasche. Kriegsasche duplizieren. Geht immer nicht, oder? Who'd stay with an ugly brute? Absurd. I don't doubt you, but I know when. Back already, no matter. Weiß das halt nicht, Chat. Was meint ihr von eurem Gefühl, Chatarino Macarino? Würdet ihr sagen, wir sollen jetzt ein bisschen auf Wunder gehen oder schon auf Zauberei? Ich glaube, Zauberei ist schon wahrscheinlich gar nicht so übel. Ich würde es halt gern ausprobieren. Wir müssen sowieso unseren Mana-Pool erhöhen. Aber ein bisschen mehr healen ist eigentlich doch auch nicht schlecht, oder? So, was haben wir vorhin für ein Item bekommen? Ich will das nachlesen. Schlüsselobjekte. Wir haben doch gerade irgend so eine komische Verstärkerasche bekommen, oder? Wie ich blöd. Werkzeuge. Wie ist das Item? Oder hat man es nicht im Inventar, sondern einfach freigeschaltet? Ich finde halt, die Zauber sehen sehr, sehr schön aus in dem Spiel. Deshalb. Ah, hier. Verstärkungsmaterialien. Verstärkt Asche auf +1. Aber wir können, also die Schmiede können das noch nicht. Und wir selber an der Werkbank auch nicht. Na gut.
Na gut, na gut. Dann hier wieder rein. Ja, ich denke, das kommt noch mit den Verstärken. Hey, danke für den frischen Prime-Sub. Willkommen, willkommen. Gehen wir mal nachlesen im Chat. Vielleicht ist der Prime-Sub ready. Twitch Prime. Und kostenlos rein. Ach, Digga, ich vertraue dich nicht. Boah, wieder ein Zipper verschwendet. Man kommt einfach durcheinander, wenn man viele verschiedene Spiele spielt. Drück immer linken Stick rein zum Sprinten. Danke für die Subs, Jungs. Willkommen, willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Hatten wir Seelen eigentlich? Nee, gell? Die liegen da unten, ne? Wo wir sind ja dann in den Tod gefallen. Digga, fast wieder Karma bekommen. Na gut, dann bleib. Dann bleib am Leben. Sieht man gleich die ganze Map. Naja, ist halt im Nebel gehüllt, ne? Oh! Wärmender Stein. Hm. Warum kann ich jetzt hier die Qualle zum Beispiel nicht rufen? Geht halt einfach nicht immer, ne? Oh, entspannter Damage. Kann das halt voll schnell spammen, was ich voll geil finde. Warum gibt der einfach gar nichts auf frech? Hä? Soll das wieder gewesen sein? Boah, der steht auch wieder auf. Ach komm, das ist doch scheiße, Digga. Warum können die einfach wieder aufstehen, Mann? Die hacken. Irgendwie kriegt man die bestimmt tot. Irgendwie bekommt man die doch bestimmt tot. Kann ich mich einfach jetzt eigentlich wegporten? Die Leichen zerschlagen. Stimmt, irgendwas auf dem Grabstein. Fivehead Call. Macht wirklich Bock, Chat, mit euch zusammen den Lachs durchzuspielen. Ihr haut teilweise sehr gute Calls raus. Gefällt mir. Wir gucken mal wegen den Grabsteinen. Irgendwas treibt die ja an. Also, hier steht er auf. Irgendwas, kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nee. Hier ist auch keine Leiche. Schade. Geht so nicht. Platin in Aussicht, Bruder. Wir haben gerade mal angefangen, die ersten Stunden. Keine Ahnung, wie lange sind wir eigentlich schon dabei? Wie spät ist es? Schon 20 Uhr? Ach du Kacke, Digga. Einfach schon 4,5 Stunden fast drinne. Digga, die Zeit vergeht, man. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin.
scheiß drauf. Ah, guck mal, da unten ist ein Lager. Ein Lager-Mimaga. Wir haben wieder so eine Figur. Ah, das bedeutet dieser Grabstein da an der Seite. Sehr nice. Das verstehe ich nicht. Warum habe ich jetzt wieder ich das Schwert doppelt gehabt? Ups, das Schwert doppelt gehabt. Ja, ja. Das macht er doch gerne mit einem aus der Balance bringen. Das lieben die Spieldesigner. Sind auch ganz schön tanky alle. Ganz schön tanky, die Lachse. Drecksack, du. Aha! Tanky gegen Waffen, aber Magie knallt. Nice, wieder Flaschen dazu bekommen. Okay, wir müssen demnächst mal... Ich glaube, wenn wir das nächste Mal eine Flasche finden, also eine Erhöhung, dann machen wir eine Flasche auf Mana. Dass wir auch hier unser Mana-Zeug benutzen können öfters. So ein guter Call, oder? Entschuldigung. Boah, Digga, ich drück immer... linken Stick. Oh, 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 das kennen wir doch. Oh, 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 das kennen wir doch hier. Das kennen wir doch. Da rasten wir erstmal. Okay, Chat, ganz kurz auf Toilette. Chat, haut mal einen Call raus. Wie bockt es euch bis jetzt? Wenn ich es jetzt mit Horizon vergleiche, Horizon hat eine unglaublich krasse Grafik, aber da hat sich einfach diese Story-Technische so gezogen. Und hier, Bruder, hinter jeder Ecke lauert Gefahr oder irgendein Gegenstand, der uns weiterbringen könnte. Das hat sowas... so was süchtig machen, das so was Anziehendes, so was. Und dann jetzt so wie gerade einen Boss legen, der vielleicht schon noch viel zu schwer ist. Das ist halt einfach, Bruder, das ist unvergleichlich. Das kann einem nur ein Souls-Game geben. Das ist einfach so... From Software ist einfach Liebe, Digga. Macht einfach so fucking Bock. Oh. Ein anderer Händler? Hallo? You're new around here. Surprised you found me in my little nook. No matter, no matter. Why don't you... Oh, but don't ask me how I got my... Aha, Zauberstab. Was, Weisheit 16? Oh Gott, 7 Weisheit brauchen wir dann. Scheiße. Wir müssen mal irgendwo jetzt hier dick Seelen farmen. Kein Talent. Mhm, okay. Panzerbrecher. Was haben wir hier noch? Befestigt dies an eurer Hüfte, um die Umgebung zu beleuchten. Für 1800. Merken wir uns mal. Gibt's irgendwas, was man verkaufen kann? Ew, wahrscheinlich verkaufe ich die Gräber. Die Gräberlilie für 50, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ah, die helle Bade werden wir eh nicht benutzen mit Stärke 30, ne? Aber jemand hatte sich im Chat gewünscht, dass wir den Lachs mal ausrüsten. Und der Viewer ist König, so ein Ding ist das. Komm, zeig mir her den Lachs.
Ja, ist halt eine richtig schöne, schmackhafte Stärkewaffe, ne? Verkaufe ich jetzt aber. Schweren Herzens. Auch Kohle, Digga. Kohle. Ich habe den Fehler viel zu oft in Souls-Games gemacht, dass ich immer ewig lang irgendwelche Waffen im Inventar behalten habe, die man eh nie benutzt. Deshalb weg den Lachs. Oh, guck mal, mit den Pfeilen kann man richtig Para machen, Digga. Geil. Geil. Weg, weg, weg. Komm, kaufen wir mal. Haben wir die jetzt am Gürtel? Nee, oder? Digga, wer schreibt jetzt in den Chat, spiel Fortnite, Digga? Dafür müsste man dich eigentlich permabannen. Also, Digga, wirklich. Die allerletzten Menschen gibt's auf der Welt. Werkzeuge. Ah! Guck mal. Die ist jetzt, glaube ich, dauerhaft an, oder? Okay, ja. Nehme ich mit. So, Chat, wir brauchen so viele Ressourcen, weil der andere Händler hat das auch noch mit dem Handwerksrepertoire erhöhen. Da kann man mehr Sachen selber craften. Dann brauchen wir Zauber. Wir müssen unser Magie hochmachen. Wir müssen Zauber kaufen. Bruder, woher soll ich die Ressourcen nehmen? Brauch Kohle, Digga. Brauch Kohle, Digga. Wo soll ich das Geld herkriegen? Okay, durch den Sumpf. Durch den Sumpf. Gruseliger Scheiß. Glaubt ihr, man muss den da unten irgendwie abschlagen? Wo es leuchtet. Ah, nee, das ist ein Crit-Punkt. Ey, Rob Mastermann, danke für den dicken T3-Resub. Vielen Dank, mein Bester. Ja, mal nachluschern, Chat. Vielleicht könnt ihr noch kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Vielleicht könnt ihr noch mit Twitch Prime kostenlos rein-subscriben und den Channel supporten. Und checkt auch den Story Games-Kanal ab. Da haben wir aktuell einen Demon's Souls Platin Run und da wird auch der komplette Elden Ring Run hochgeladen. Wenn ihr den nachholen möchtet. Falls ihr nicht genug von mir bekommt. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ein großer. Glaubt ihr, Feuer ist effektiv? Oh mein Gott, ist das ein geiles Viech! Hallo, wie geht es dir? Yo! Ein Hummer! Entspannter Damage. Bitte was? Ja, deine Tentakelhurenmutter, Digga. Hier. Ja, ja, fühlst du dich wieder stark, hä? Fühlst du dich wieder stark? Du kleiner Hund, du. Ja, ja, für mich auch. Hier, guck mal. Na, machst du jetzt hier wieder deinen Wasserstrahl oder was? Ja,
Da fühlst du dich mutig, ne? Ja, ja. Ja, na klar, Stich in der Hut. Arschloch. Joho! Ja, wahrscheinlich, Bruder. Junge, 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 Alter. Heilige Scheiße, Mann. Der rächt sich gerade für jeden Hummer, den die Menschheit jemals vertilgt hat. Ich esse nicht mal Hummer, aber ich krieg die Stiche wieder ab. So sieht's nämlich aus, Digga. Stiche im Sumpf. Stiche im Sumpf, Digga. Ja, Mann. Wenn ich ein Buch schreibe, Digga, wird das der Titel. Stiche im Sumpf. Geil. Die Viecher habe ich noch nicht gepeilt, was die bringen. Geben auch fast gar nichts an Ressourcen. Frage ist, ist der Hummer machbar? Und die andere Frage, lohnt sich das überhaupt? Kämpfen wir mit dem Gaul. Ah. Mann! Arschloch! Ja, cool Story, Bro. Ja, ja, scheiß drauf, geil, wirklich, Bruder. Wirklich. Seine vercrackte Hummermutter, Alter. Ja! Also wirklich, Bruder. In welcher Welt können Hummer snipen? Digga, Aquaknarre. Beschwör den Oger, aber wir haben nicht genug Mana. Shiggy, vierte Entwicklung, fühle ich. Wie viele Tode haben wir, Michael? Also der ist zu stark. Wir sind noch nicht tanky genug. 30, okay. Ja, dann wisst ihr ja. Dann wisst ihr ja schon das Codewort, Digga. Dann wisst ihr schon das Codewort. 50er Gutschein ist offen mit Hummer. Mit großem H. Geil, Digga. Feier ich. 50 Euro Level-Up-Gutschein. Bruder, Seelen holen und dann ganz schnell Flotti-Karotti ziehe ich hier durch, Alter. Da wird aber sowas von die Hufe in die Hand genommen. Schimmerglühwürmchen. Soll es hier irgendwo reingehen, oder was? Boah, die wollen mich greifen, oder? Nee. Sieht nur so aus. Komischer Angriffsmuster. Hey, Grabpfeilchen. Karte gefunden. Neue Karte gefunden. Oh, das ist der. Oh mein Gott. Die Karte da oben geht noch weiter. Ach du Kacke, Digga. Ach du Kacke, Digga. Ach du Kacke. Ach, das war's komplett. FF. FF, Digga. Digga, wie groß ist das Spiel, Mann? Geil! 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 Der Gegner findet's auch geil.
Hat er mir gerade gesagt. Okay, Chat. Wir können hier echt spielen. Spielen bis der Morgen graut. Oh Gott, der Wurm! Der Wurm ist drin! Ein Steinwurm! Hallo? Wie geht es Ihnen, Mr. Steinwurm? Da fuck. Ruinenfragment. Wo bleiben eigentlich die Upgrade-Steine, hä? Wo? Hey, Wurmi, alles klar, oder was? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mal vorbeikomme auf dem Meter. Ja, ich weiß. Ich weiß doch, Bruder. Sorry, Wurmis, aber ich brauche Ressourcen! Wahrscheinlich sind das eigentlich geheime Händler, Digga, die man gar nicht töten darf. Imagine, wenn die mich getötet hätten, Digga. Dann einfach Keyword Steinwurm. Oh, da vorne ist wieder so eine Statue. Hier ist also irgendwas. Die Statuen verraten immer ein bisschen. Wir losen aus den Lachs. 50 Euro Level-Up-Guthaben hat gewonnen. Miyago 030. Glückwunsch, mein Bester. Mein Mod Michael schickt dir einen 50 Euro Key rüber. Viel Spaß beim Shoppen. Ich empfehle den Level-Up-Geschmack. Shiny Fox ist mein eigener. Ist ein guter fürs Reinstarten, wenn du möchtest. Viel Spaß damit. Untersuchen. Siegelgefängnis betreten. Oh Gott. Oh Gott, Chat. Ihr müsst mal oben rechts drauf achten, wenn das Game zwischenspeichert. Das Elden Ring-Zeichen sieht so sick aus. Michael, wenn du möchtest, lusch mal bitte nebenbei bei Display rein, ob schon Elden Ring Displays draußen sind. Brauch unbedingt das Zeichen. Brauch alles, Bruder. Erstmal eine dicke Display-Bestellung mit Elden Ring Displays. Oh, das ist ein Gegner. Das für kleine Alien-Viecher. Wow, 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 wow. Sind nicht bei Assassin's Creed, Jungs. Na, ich kann auch springen, ha? Gefällt dir das? Ja, Bruder, bringt dir nichts, wenn ich dich noch eingeloggt habe, dass du im Ding versteckst. Ach du Kacke! Guck mal, jetzt mache ich den Five-Head-Chat. Mach den Five-Head, ich mach einen Heal und dann kriege ich jetzt vielleicht einen. Siehst du? Bruder, einfach zu smart! For free gehealt, Digga! Bam! Geile Mechanik, Mann. Geile fucking Mechanik. Digga, wer postet denn jetzt noch Hunger rein, Captain, wieder mit einem 5000er Ping am Surfen? Benutzt doch Windows Explorer auf Windows XP, Digga. Ach du Scheiße. Der Backstab sah gerade echt köstlich aus. Bin ich absolut deiner Meinung.
Oh, der hat ein großes Ding. No homo. Oh, das... Oh mein Gott, die machen Damage. Aufpassen. Boah, yeah, das hat er gar nicht gut gefunden. Junge, hier, komm, zack, zack. Boah, Digga. Feuer ist ja so geil, weil man das so richtig schnell rausspammen kann. So richtig bam, 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 Digga. Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Der Spell selber ist jetzt nicht mega stark, aber weil man ihn halt so schnell hintereinander... Goldschimmernder Kot. Ach, scheiß drauf. Wieder Kacke gefunden. Gar kein Bock, Digga. Feuer versteckt. Jutsu, no cap. Ja. Also ich hätte jetzt nichts gegen mal einen Boss-Boss. Vielleicht sind wir dafür noch zu schwach. Aber ich bin eigentlich confident, Digga. Scheiße. Das gefällt euch wieder, hä? Kleinen Nutten. Wir brauchen unbedingt eine Mana-Aufladung. Ballistenbolzen. Was es nicht alles gibt. Ich glaube, die Adler braucht man nicht töten, Digga. Das ist safe für Pfeile machen oder so. Oh, da vorne ist was. Ui, ui, ui. Da ist ein bisschen was. In das Gefängnis gehen wir gleich rein. Keine Sorge, Chat. Ich drück mich nicht. Ich will erst noch hier gucken, was hier abgeht. Ich dachte vorhin schon, okay, die Map ist nicht groß, nicht klein, aber dann... Bruder, das ist safe auch noch nicht alles, was wir hier sehen. Die ist safe noch viel, viel größer. Die wollen einen nur am Anfang noch nicht erschlagen. Boah, sieht das Feuer geil aus. Wow! Krasses Angriffsmuster. Na, gegen zwei von denen ist jetzt wieder nicht so geil. Das sind einfach Pyromanten, Digga. Wie geil ist denn das bitte? Ach, oh mein Gott, ist das geil! Ach du Scheiße. Da hat der Blutungsschaden wieder so reingeklickt. Nein! Der gierige Boss wieder! Ja, okay, Digga. Scheiße. 4K Seelen müssen wir unbedingt wiederholen. Geil, oder? Geile Gegner, Mann. Geile Gegner.
Aber ziemlich tanky, Mann. Eine Feuernation. Ja, ist halt echt so, ne? Ist halt echt so. Ohne Cap. Feuernation. Gleich wieder Medium Rare gegrillt werden. Hammer. Glaubt ihr, wir haben da oben einen Bonfire übersehen? Schon, oder? Warum kannst du Elden Ring schon spielen? Ist Elden Ring wie Dark Souls? Oder? Natürlich, Elden Ring ist von Dark Souls. Von den From Software-Machern. Gott, was ist hier alles? Ich muss das Ding wiederfinden. Wir sind doch hier falsch, oder? Ich will jetzt nicht sterben, sondern die Seelen weg. Dann wäre ich echt mad. Wir müssen die auch ausgeben, immer. Das ist so risikohaft hier. Ah, jetzt sind wir hinter dem Lager. Okay, passt. Ja, ist okay. Passt. Wurst. Jo, die sind ja so gierig. Hey, Luke! Lukas, Mann! Danke für die 5 verschenkten Subs, Chat. Gönn mal einen Jippie und eine Bombe für den Bre. Und bedankt euch, wenn ihr einen Sub ergaunert habt. Willkommen an die 5 neuen. Danke, Lukas, Mann. Sehr korrekt. Boah, ist das ein geiler Jump, Mann. Geiler Scheiß. Warum hat eigentlich diese Statue nicht reingekickt gerade? Fragezeichen. So springe ich mit dem Gaul auch immer. Ja klar, Bruder. Muss sein. Bald 18. Mund, danke für die 17 Monate. Woher ich weiß, wo ich hin muss, weiß ich nicht. Das ist es ja. Also doch, guck mal. Auf der Map, siehst du das? Diese goldenen Rauchschwaden? Der zeigt so ungefähr in die Richtung. By the way, der zeigt hier auch noch lang, oder? Ich glaube, da geht es dann immer zu Hauptbossen. Ich glaube, so ist das gemacht. Also haben wir da vielleicht unten einen Hauptboss geskippt, ne? Ich kann die Qualle nicht beschwören, Chat. Und die Wölfe auch nicht. Zu wenig Mana. Warum geht das manchmal nicht mit den... Ach so, da muss ja so ein Zeichen in der Nähe sein, ne?
Aua! Ah, diesmal ist er allein, der Hund. Boah, wenn die Blutung kickt, zu geil. Ja, kurz Ausdauer. Bro, Mann! Voll stark, der Hund. Und warum spawnen wir hier? Wir haben doch da so eine Statue. Das verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Der hat sein Müsli aufgegessen. Ja. Das passiert mir so oft gerade, das nervt langsam mit diesem Sprinten auf dem Pferd. Egal, wir bleiben drinne. Machst du das Game auf Platin? Chat, das braucht ihr gar nicht bei mir fragen, ich mache jedes Spiel auf Platin. Außer ich spiele es nicht auf dem Hauptaccount, wie jetzt beispielsweise Dying Light 2. Was sagst du zum Game? Macht unglaublich Laune, Digga. Hammer, hammer, hammer. Würde nur jetzt langsam mal gerne einen richtigen Boss treffen. Aber das Spiel ist ja sehr groß, ne? Das wäre wahrscheinlich auch schon zu früh, würden wir jetzt schon einen richtigen Boss treffen. Weil ich glaube, es gibt 5 oder 6 Hauptbosse und danach ist quasi Endboss-Time. Irgendwie so. Töten dürfen, Mann, weil er allein war. Okay, jetzt irgendwie wieder hier die trennen. Ja, genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Komm, 2. Genau, perfekt. Komm zu Date. Sehr gut. Jetzt kommt. Kommt her. Na komm. Ja, genau. Perfekt. Die haben gar keine Balance, die kann ich richtig aus der Balance schlagen. Boah, die Blutung, jawohl. Scheiße! Nein! Och Mann, das nervt schon wieder, dieses dumme Hingelaufe die ganze Zeit wie so ein Idiot. Meine Fresse, Mann. Wieder zu gierig, Mann. Kommt. Hey, Ratnatten. Danke für die 5 verschenkten Subs an die Community, Mann. Gönnt mal einen Yippie und eine Bombe für den Bre. Willkommen an die 5-9. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt mit dem Feuerwappen. Sein Feuer macht ja eigentlich nicht den Damage, sondern seine Keule. Von dem Feuer hittet er mich gar nicht so gut. Aber egal, solange wir nicht unsere Seelen komplett verlieren, alles gut. Das ist dann wack. Was wollten wir uns jetzt eigentlich kaufen? Ich weiß jetzt nicht, worauf ich gehen soll, wenn ich ehrlich bin. Worauf haben wir gesagt, gehen wir? Bisschen Magie eigentlich, ne? Ich glaube, dafür habe ich einfach nicht mehr den... Also, mein Char ist ja so Anti-Magie eigentlich. Ja, auf Wunder nicht, nee. Ich glaube schon auf Magie, Mann. Magie sah schon sehr juicy aus. Das ist alles so teuer, Mann. Wir haben
Wir brauchen so viele Level-Ups. Gar keine Waffenhaltbarkeit, oder? Scheiße. Ja, die geben schon eigentlich gar nicht schlecht Seelen hier. Ein 100er, dafür, dass sie so schwach sind. Schon nicht übel. Bro, guck mal, wie schnell er diese Keule schwingen kann. Retalk, geile Enemies. Oh, das war's schon wieder fast komplett. Blutung hat so gekickt gerade, Digga, geiler Scheiß. Der macht so übelst verzögerte Attacken, Mann. Zwei Heilungen. Ich habe leider nicht gesehen, wie viele Runen er gegeben hat. Geil designte Enemies, Mann. Holy shit, Alter. Der knallt, der Typ. Der knallt richtig. Was? Nur 205? Da, fuck, das war ein Tausender. Der war ein Tausender wert. Wahrscheinlich bin ich eigentlich noch einfach noch zu schwach für das Gebiet. Hier, guck mal, seht ihr da? Hier können wir Verbündete rufen. Es geht beim Open Field nicht. Ja, moin! Oha! Ja, ist klar. Hey, Mann! Wisst ihr, was an den Gegnern verwirrend ist? Manchmal wird er durch meinen Schlag abgebrochen, manchmal nicht. Ich kann mich halt darauf nicht verlassen. Wisst ihr, wie ich meine? Alter, meine Wölfe haben geregelt, Mann, die Ehrenbrüder. Gebet? Gebetbuch der Feuermönche. Oh, die sind weg. Okay, wenn man so ein Lager cleart, dann scheinen die zu despawnen. Okay. Ich vergesse immer, mein Ding hier zu benutzen, ne? Um mich auch zu healen. Ja, das ist schon gar nicht übel. Hier muss doch irgendwo ein Heal-Ding sein. Also ein Rastplatz. Siegelgefängnis der Niedertracht. Wo gab's den Zauberstab zu kaufen, Chat? Wo gab's den Zauberstab? Zauberstab? Danke für die ganzen Primes, die hier noch reinkommen. Willkommen an die neuen. Danke für die Resubs. Am Sumpf anfangen? Bei dem Bre? Brauchen Geld, Digga. Ach,
die ganzen Sachen. Ich will eigentlich nicht hier sowas. Hey, Place, danke für die 2 Euro. Machst du in 2 Monaten wieder eine Kooperation mit Kaspersky? Hab mir vor 10 Monaten das geholt und bin begeistert. Tatsächlich kann es sein, dass wir demnächst nochmal eine Koop haben, ja? Also kannst du warten auf wieder einen dicken Gutscheincode, Bruder. Danke dir für die Doni und freut mich, dass du zufrieden bist mit Kaspersky. Ich benutze es ja auch schon seit Jahren voller Zufriedenheit und hab's auch meinen Eltern installiert. Die sind auch sehr zufrieden. So, ich will Magie nutzen. Also müssen wir jetzt Magie skillen. Das Problem ist, um diese eine Beschwörung zu nutzen, brauchen wir 100 Mana. Und um den Zauberstab überhaupt zu anzulegen, brauchen wir Weisheit von 16. Und guck mal, wie teuer die Scheiße ist, Mann. Egal. Ich will Magie nutzen. So, jetzt ist die Frage, gehen wir rein in das Gefängnis oder folgen wir jetzt dem Pfad? Weil ich glaube, ich bin schon vielleicht ein Ticken zu weit in dem Gebiet hier jetzt. Wir gucken mal da. Pexi, danke noch für den frischen Prime. Familienvater V2, danke auch für den frischen Prime. Paul, danke auch für den frischen Prime. Hä? Ach, hier sind wir vorher nicht weitergelaufen, kann das sein? Oh. Hier sind wir vorher nicht weitergelaufen. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Nee, das könnte ein Hauptboss sein. Oh oh. Hands up. Ja, okay, Digga. Er nimmt es direkt persönlich. Weil mit dem Ding in der Fresse wäre ich auch ziemlich sauer. Ah, ja, moin. Ah, beschwöre ich Ehrenbruder Qualle. Nee, machen solo den Lachs. Da war leider die Boss-Aria zu Ende. Geil. Abkürzung, ja, Bruder. Abkürzung zum Bonfire, Bruder. Merk sie dir, schreib sie dir auf. Speedrun-Glitch. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal nicht mein Schwert zweihändig nehme, sondern mein Schild. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug oder mache ich da irgendwas falsch? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. Na, komm her. Tarnished.
einfach geiler Move, Mann. Geiler Boss, Mann. Holy shit. Aber wir sind schon wieder... Wir sind gut stark gewesen. Ui, schau mal an. Hätte ich viel cleaner. Also wenn ich jetzt nicht... Wenn ich an dem jetzt nochmal gestorben wäre, hätte ich ihn, glaube ich, ganz gut clean hinbekommen. Geil. Blutungsschaden knallt, Alter. Chris hat eine Stunde aufs Maul bekommen? Nee. Der ist doch gut. Der ist gut. Der ist gut zu rollen, Digga. Der ist gut zum Wegrollen. Geiler Boss. Geil. Kaiser hasst diesen Trick. Ja, der ist halt auch noch Souls-Neuling, ne?